Ricardo noch kurz nachgereicht. Man hat ihm gesagt, I think you've broken Vettels Spirit. Also du hast den seinen Willen gebrochen sozusagen. Und das halte ich für realistischer, den Willen der lässt sich nicht brechen von Vettel, aber der hat Probleme mit den Vorderreifen und deswegen ist er jetzt deutlich langsamer. Da haben Sie das Klassement und da oben ist nochmal eingeblendet die Seite, wo Sie den Fahrer des Rennens wählen können, wenn Sie denn da mitmachen wollen. Die Freundin des Papas ist auch noch mit dabei. Max Verstappen wird... Verstappen ist in der letzten Runde. 5,543 Kilometer noch für seinen Schützling. Und jetzt könnte er langsam aufhören zu zittern. Am Kommandostand. Die Schwester strahlt, der Papa strahlt, die Freundin des Papas ist auch noch mit dabei. Max Verstappen wird sich das schönste mögliche Geburtstagsgeschenk überhaupt selbst machen. Zum 20. der zweite Formel-1-Sieg und zwar ein blitzsauber herausgefahrener, tolles Überholmanöver gegen Lewis Hamilton. Nicht der kleinste Fehler im ganzen Rennen, sensationell, super gefahren. Und da können Sie zu Recht jubeln, in der Formel 1 ist Holland nach wie vor weit vorne. Ob mit der WM-Qualifikation klappt, das werden wir unter anderem bei Nitro verfolgen können. Da sieht es ja nicht so richtig gut aus. Lewis Hamilton wird mit Platz 2 trotz alledem hochzufrieden sein an einem Wochenende, wo es am Freitag katastrophal begann, wo er unendlich viel Rückstand hatte auf die Ferrari. Wird er Zweiter und baut seine WM-Führung sogar noch aus. Schöner kann man sich das eigentlich nicht erträumen. Im Moment läuft alles für Lewis Hamilton. Der Startcrash in Singapur, der Sieg da auf dem Silbertablett. Jetzt hier wieder glücklich vor Vettel angekommen, aber das hier ist der strahlende Sieger. Gratulation, Max Verstappen gewinnt zum zweiten Mal. Gratulation an ihn, Gratulation aber auch an das Red Bull Team. Da kommt der Zweitplatzierte, da kommt Lewis Hamilton, baut den WM-Vorsprung aus auf 34 Punkte. Aber wir haben noch 5 Rennen, 125 Punkte werden noch verteilt. Da geht noch was für Ferrari, da geht noch was für Sebastian Vettel, aber der Tag hier und heute, der gehört Oranier. Eindeutig. Großes Kompliment. Wie du gesagt hast, fehlerfrei gefahren, richtig im richtigen Moment attackiert, verdient gewonnen. Danny Ricciardo ist über die Linie, das hat uns die Regie nicht gezeigt. Die bleiben beim ganz großen Sieger. Vettel ist auch über die Linie, ist Vierter. Und damit können wir runtergehen zum glücklichen Papa bei Kai. Jos, nach so viel Pech in dieser Saison, wie groß ist das Glücksgefühl jetzt? Ah, sehr groß natürlich. Ich muss auch ehrlich sagen, er hat es auch verdient. Er hat so viel super Pech gehabt diesem Jahr. Und er hat auch super gefahren. Die Überholmanöver im Hamilton war auch sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, natürlich. Ab wann haben Sie heute dran geglaubt, das kann ein Sieg werden sogar? Wenn der Hamilton vorbeigefahren ist, dann habe ich dran geglaubt. Auto hat auch sehr gut ausgeschaut. Dankeschön, Jos Verstappen. So, und wir haben eine ganz kleine Unterbrechung und dann sind wir wieder hier in der Wahnsinnshitze von Malaysia. Super, super Job, Max. That's really... Die Ferrari-Fans freuen sich, dass er wenigstens ein, weil er eben von ganz nach hinten nach ganz vorne musste. Sebastian Vettel, wobei ganz vorne ist relativ, aber Position 4. Das Beste, was zu erreichen war, oder hätte dieses eine Überholmanöver gegen Danny Ricciardo funktionieren können, müssen? Also, ja, ich glaube, man kann ganz zufrieden sein an Vettels Stelle, ja, aber für verantwortlich war. Aber vielleicht waren es die paar Runden hinter Bottas, die ja, das schon eher das Käppchen gekostet haben. So, die Drinks sind getrunken, die Mützen sind aufgesetzt. Lewis Hamilton, der gestern gefeiert wurde nach der Pole. Heute sind die Verstappen-Fans, glaube ich, eine ganze Ecke lauter als Team LH44, LH44, so nennt er ja seinen eigenen Fanclub. Heute ist Red Bull-Time, heute ist Verstappen-Time. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an den jungen Mann aus den Niederlanden. Da kommt der große Sieger. Hier kommt Max Verstappen.
Soweit die Hymnen, und weil wir während des Rennens hier noch wieder mal den doch stimmgewaltigen österreichischen Kollegen nebenan durch unsere Mikrofone teilweise gehört haben, haben wir ein bisschen Angst gehabt, der singt auch die Hymne mit. Alles gut gegangen. Aber seine, die niederländische, die wurde mitgesungen von vielen, vielen Fans aus der Heimat. Und endlich, muss man mal sagen, hat sich die Reise für die gelohnt. Das war ja wirklich tragisch. In Österreich, als da 10.000 niederländische Verstappen-Fans waren, früh ausgeschieden. In Belgien früh ausgeschieden, als sie Heimspiel hatten. Aber es sind auch hier, ich würde mal sagen, sicher locker 1.000-2.000, die nur seinetwegen hier runtergeflogen sind. Lewis Hamilton zufrieden, Platz 2 an einem Wochenende, wo der Mercedes anfangs grottenschlecht war. Die waren irgendwo im Niemandsland, Walter, was die Zeiten angeht. Ja. Und der Strahlemann Danny Ricciardo. Ja, so macht man's. Zweimal aufdotzen, damit da richtig Druck auf den Kessel kommt, damit das mal richtig Spaß macht bei der Champagner-Dusche, die es ja jetzt dann endlich wieder ist. Eine der vielen Neuerungen oder beziehungsweise vielen Comebacks zum Besseren. So wie früher gibt's jetzt wieder richtigen Champagner. Er brennt in den Augen, in seinen Augen haben wir vorhin ein paar Tränchen gesehen. Jos Verstappen, der weiß, wie das ist auf dem Treppchen, der war immerhin mal Dritter, aber gewonnen hat er in der Formel 1 nie. Er war heute schon mal oben, Max Verstappen, gemeinsam mit allen Fahrern gab es ein Malaysia-Abschiedsfoto oben auf dem Treppchen, deshalb durften dann auch mal Leute da hoch, die noch nie da oben waren. Ja, oder Nico Hülkenberg zum Beispiel. Ich bin da reingeraten und die Prozedur hat mich aber rechtzeitig nach hinten wieder rausgeschlichen. Und wir warten auf die Interviews. Und da kommt Mark Webber. Hallo and what a very, very boiling hot. Was für ein heißes Rennen. Schaut euch die Jungs hier an. Max, was für ein besonderer Tag. Zweiter Sieg, gestern 20 geworden. Ja, kein Geschenk. Eigentlich, du musstest richtig hart auch dafür arbeiten. Erzähl über den Job heute. Ja, am Anfang hat sich das Auto gut angefühlt. Und ich habe gesehen, Lewis hatte ein bisschen Probleme mit der Traktion. Ich habe aus der Batterie rausgeholt, was ich konnte. Also ich habe einfach gedacht, nichts zu verlieren von Kurve 1, auf alles gesetzt und ich hatte die Pace. Und selbst wenn ich noch schneller fahren musste, war das möglich. Ist schon erstaunlich, ist toll. Hartes Rennen war es, aber ein unglaublicher Sieg. Ja, den Nacken habe ich ein bisschen gesehen, der tat wohl weh, oder? Ja, da wirst du schon ein bisschen müde am Schluss. Aber das hast du dann auch gebraucht am Ende des Rennens. Unglaublicher Sieg. Niemand hat häufiger auf dem Podium gestanden hier, 6-mal in Malaysia. Tolles Ergebnis bisher hier. 34 Punkte vorn in der WM, das war ein sehr wichtiger zweiter Platz, oder? Ja, Riesenkompliment an Max auch noch zum Geburtstag und dann dieses Geschenk für ihn. Wenn man sich das Publikum anschaut, das war das größte Publikum, was wir hier je hatten in Malaysia. Das brauchten wir auch. So ein tolles Rennen, was hier über die Jahre gefahren wurde. Und wir haben uns gefreut, hier fahren zu dürfen. Und ich bedanke mich für die Unterstützung. Es war ein hartes Rennen. Also, die hatten einfach die Oberhand jetzt diesmal. Also, das ist eine tolle Strecke. Schwierigste Strecke, kann man fast sagen. Und das ist eine tolle Sache. Ja, Sebastian, der ist nochmal auf den vierten Platz vorgefahren. Wie sieht es jetzt aus mit der WM? Auch ich habe ein gutes Gefühl, wir müssen noch ein bisschen was mit dem Auto arbeiten. Die Pace war nicht da am Wochenende, ist noch Arbeit zu machen. Gibt noch Rennen. Natürlich, einige können wir gewinnen, aber wir müssen noch pushen. Gut gemacht. Fantastischer Podium.